Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8. Heute mal relativ spät, weil es ist gerade Montag Abend und ja, ich nehme es gerade für morgen auf. Und das geht schnell. Ja, muss ich nachher rendern und hochladen. Ja. Und zwar heute möchte ich mal was ansprechen und zwar, ich weiß nicht, wie viele es mitbekommen haben, aber ihr wisst ja, vor 2 Jahren gab es ja den Rekord von Felix Baumgartner und der ist ja 39 Kilometer runtergesprungen, also verdammt hoch ist er runtergesprungen, hat unzählige Rekorde gebrochen und ja, war halt ein Weltrekord. Und der alte war, glaube ich, irgendwas mit 25, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall eine schöne Zahl. Muss ich sagen, damals, ja, hat mich schon interessiert, ich habe es auch, glaube ich, sogar live geguckt, diesen Weltrekordversuch, weil der ja beeindruckend war, wenn man legt. Und mich würde es mal interessieren, würdet ihr aus so einer Höhe runterspringen? Natürlich mit Sicherung, also ich würde, wenn ich so verrückt werde, würde ich es wahrscheinlich, also wenn ich so ein, ja, oder okay, er ist kein Verrückter, er hat, obwohl, na, man kann ihn schon als Verrückter bezeichnen, aber im positiven Sinne, weil das ja schon ein positives Ereignis ist und ja, man darüber nur positiv reden kann, weil das schon beeindruckend ist, was er, ja, geschafft hat. Also, der hatte meinen Respekt und nein, er ist nicht tot, deswegen rede ich nicht darüber, sondern, doch, das rede ich im nächsten Rennen. Ich spreche im nächsten Rennen an. Aber ich denke mal, viele wissen es vielleicht nicht, deshalb erzähle ich es euch auch, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und ja, gut, oh je. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so einen hohen Sprung machen würdet. Und ja, jetzt kommt. Jawoll, perfekt. Gut getroffen. Ja, perfekt. Oh, ich hab die 8. Ich hab die 8. So. So. Ich spreche noch den ersten und... Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Gut. Geht noch gut, geht noch gut. Jawohl, komm. Jetzt ziehen wir durch. Ja, 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 ja. Wo die 2 Münzen noch mit? Okay, wir haben einen Vorsprung. Also. Uns kann nichts mehr hindern. 2. Platz. Bam. Sehr schön. Zufrieden, ich bin zufrieden. Gut. Ja. 6 Punkte haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder. Und da spreche ich meine Sache an, die ich ansprechen wollte. Bis gleich. Ich weiß ja nicht, ob ihr ihn kennt, und zwar kennt ihr vielleicht Alan oder Alan Ustas oder Austas, ich weiß nicht, ob ihr ihn vielleicht kennt. Kennt ihr ihn vielleicht? Nein, ihr kennt vielleicht nicht, und zwar, das ist der Manager von Google, oder einer der Manager, ich weiß nicht ganz genau, und zwar, warum spreche ich ihn an und, wieso spreche ich ihn an? Ja, er hat einen Weltrekord geknackt. Einen alten Weltrekord geknackt, und zwar einen Rekord von Felix Baumgartner. Er ist nicht 39 Meter runtergesprungen, also 39 Kilometer, sondern 41,424 Kilometer ist er runtergesprungen und hat damit den Rekord von Felix Baumgartner geholt. Und damit herzlichen Glückwunsch für diesen Rekord. Ja, hätte ich es nicht gedacht, also... Ich hätte nicht gedacht, dass jemand den Rekord von Felix Baumgartner knackt und ja, ist für ihn ganz gut. Ich habe gelesen, er ist 47 Jahre alt, 57 Jahre alt, also Respekt an seinem Alter. Und ja, er hat einen neuen Weltrekord geknackt und ja, persönlichen Glückwunsch. Naja, er hatte wahrscheinlich Zeit dazu und auch einen gewissen Wahnsinn, das zu machen, muss man ja sagen. Also ich glaube, ich würde mir nie im Leben trauen, den Rekord zu knacken oder überhaupt auf so einer Höhe runterzuspringen, weil so adrenalinbewusst bin ich, glaube ich, noch nicht. Vielleicht ja schon bald? Keine Ahnung. Vielleicht mache ich ihn in 10 Jahren. Nein. Nee, denke ich mal nicht. So viel Geld habe ich auch dafür nicht. Muss man auch dazu sagen. Das hat ja auch wieder viel gekostet, wenn man überlegt, dieses Projekt da von Felix Baumgartner.
war ja in Kooperation mit Red Bull. Ich glaube Stratos hieß die, ne? Diese Gruppe da, die bei Philipp Baumgartner dabei, soll ja auch eine erfolgreichsten Projekte sein, was ich mir auch gut vorstellen kann, weil das halt wirklich sehr erfolgreich war und ja, und das Projekt auch funktioniert hat. Ich glaube, man wollte mehr, also beim damaligen Rekord von Baumgartner wollten wir ja mehr Rekorde knacken, aber na gut, das ist nicht ganz, zumindest manche Sachen, die funktioniert, ich habe mitbekommen, dass er zum Beispiel seinen Fallschirm zu früh angemacht hat oder so. Also von daher, also auf jeden Fall hat er viele Rekorde geknackt. Der war auch relativ schnell. Also, oh, das war krass. Und jetzt hat ein Google-Manager es geschafft. Ja, und hat den Rekord geknackt. Meinen herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ja. Der alte Rekord, also bevor Baumgartner den geknackt hat, ist von Jungeni Andriu in 1962 mit 24,5 Kilometer. Also Baumgartner hat 15 Kilometer mehr geschafft. Und der Google-Manager hat von dem Rekord von Baumgartner 2 Kilometer mehr. Also das ist schon hart. Er ist mit einem Heliumluftballon hochgeflogen und er hat 2 Stunden gebraucht, bis er oben war, also bis er diese, oh scheiße, bis er diese 1,40,5 Kilometer oben war, und ist dann und hat danach 15 Minuten gebraucht, um runterzukommen, auch schon beachtlich. Ich bin mal gespannt, wie lange hat er nicht Baumgartner damals gebraucht? Ich glaube, das gucke ich gleich nach und sage es euch dann. Jetzt im Rennen ist das ein bisschen blöd. Ah, schade. Ah, schade. Ist weg. Oh, Mann, ey. Noch dumm. Ich versehe mich zu krass an den Ersten. Das ist nicht gut. Nicht gut. Und wie ich sehe, bin ich auch der Vorletzte, ne? Ja. Wow, das war knapp. Ja. Der hat natürlich was zum Dodgen, klar. Komm, machen wir hin und dann holen wir ihn auf und dann können wir das Spiel noch gewinnen. Er ist in Roswell, New York, nee, New Mexico. Hat quasi sein Abenteuer angefangen. Er selbst sagt, es war einmalig, es war wunderschön. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, das ist wahrscheinlich wirklich ein einmaliges Erlebnis und ja. Also in 15 Minuten fliegst du 41 Kilometer runter. Also schon krass. Also mich interessiert echt die Baumgartner. Und ich bin auch mal gespannt, ob dieser Rekord vom Google Manager jemals wieder geknackt wird. Bin ich mal gespannt. Habe ich auch mitbekommen. Irgendwie eines Nachts, ne? Da bin ich mal. Das hört sich irgendwie voll. Das habe ich irgendwann in der Nacht, irgendwann, so ein paar Tage vorher, so gehört. Und also, hä? Der Rekord vom Baumgartner wurde gebrochen. Oder was? Ja, was für ein Rekord. Ist er jetzt höher gesprungen als 39 Kilometer? Und dann so, ja, 41,424. Ja, und dann so, oh Gott, ey. Sind da nur verrückte Menschen da? Also, ja, der kriegt einen Pilz, nur ich. Ich krieg nur eine Scheiße. So ohne Witz. Ach komm. Den hol ich mir. So, jetzt auch. Das war ein Fehler, Monsieur. Das war ein Fehler. Ich habe nur darauf gelauert. So, komm schon. Nee. So. Toll. Komm schon. Ja, ja, ja. Pam, 2. Platz. Super, haben wir den 2. Platz gehalten. Ganz gut, ja. Kriegen auch Pluspunkte, sehr schön. Und dann bis zum nächsten Rennen. Naja, ich konnte jetzt gerade nicht lesen, wie lange er gebraucht hat. Aber ich kann sehen, dass er einige Rekorde geknackt hat. Und zwar, man muss ein bisschen ablesen. Und zwar, höchster Absprung eines Fallschirmsprungs waren 38,969,4 Kilometer. Und der alte Rekord war 31,33.
Der nächste Rekord war. Moment, muss ich gerade gucken. Moment. Der nächste Rekord ist der längste freie Fall. Das waren 36,543 Kilometer. Wow. Und der alte Rekord war 24,5. Und ja, das ist hart. Sehr, sehr hart. Also, der alte Rekord war ja von Yurui und der ist ja an die 25 Kilometer gefahren. Der nächste Rekord ist der größte. Im freien Fall erreichte Geschwindigkeit sind 1,357 km/h. Ja, das ist hart. Und der Altrekord war 864. Der nächste war. Moment. Der nächste Rekord war. Moment. Der höchste bemannte Ballonfahrt sind 39,98 Kilometer und ja, so kann man abstauben, Leute. Ui. Oh, verdammt. So, komm. Komm, wir nochmal. Nein! Oh! Verdammt. Den troll ich wieder. Okay. So, der nächste Rekord ist. Ja. Rennen ist mal ein bisschen unwichtig. Und mich interessiert schon die Rekorde. Euch vielleicht nicht, aber. Mich irgendwie schon. Nächstes, der längste freie Fall. Also, der Dauerhalt sind 4 Minuten 20. Also. Krass, und es waren 5 Minuten angekündigt. 5 Minuten 35 war angekündigt. Also, krass, der Altrekord war 4 Minuten 36. Also, der Rekord wurde nicht geknackt. Kann man sagen. Ja. Toll, dass man so spät einen Goldpilz kriegt. Yeah. Also, Josef Kittlinger hat noch seinen Rekord aus 1960. Ja, okay, das war's zu dieser Folge. Zur nächsten Folge reden wir mal über ein anderes Thema, was ein User vorgeschlagen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao.